liebe dich. Ich dich auch. Meine eigene Tochter im Stasi-Sumpf. Dunja, du machst Fehler. Man veröffentlicht keine Platte mit derartigen Texten beim Klassenfeind. Frau Hausmann, wir haben ein Angebot für Sie. Raus. Deinen Pragmatismus, den habe ich immer gemacht. Schaff sie weg. Weshalb werde ich festgenommen? Gib mir 5 Minuten. Du hast sie allein gelassen! Frau Hausmann! Operation unplanmäßig beendet. Also los. Bitte, ich höre, Minister Kupfer. Ja, es geht um die Festnahme Dunja Hausmann, die unglücklicherweise einen anderen Verlauf genommen hat, als vorgesehen war. Wir klingeln heute Morgen. Minister, keine Ahnung, was? Wer hat den Einsatz zu verantworten? Ich, Genosse Generaloberst. Name, Dienstgrad? Fall Kupfer, Major, Leiter der Dienstabteilung 6. Berichten Sie, Genosse Major. Wir klingelten heute Morgen um 9.30 Uhr an der Tür der Zielperson. Wir klärten sie über den Sachverhalt auf, den sie sofort akzeptierte. Wir forderten sie auf, eine Tasche zu packen. Sie bat daraufhin darum, sich im Badezimmer anzuziehen. Sie haben sie unbeobachtet gelassen? Die Zielperson wirkte ruhig und gefasst. Es gab keinerlei Anzeichen auf einen bevorstehenden Suizidversuch. Wie sind die Aussichten? Das hier ist die Einschätzung des behandelnden Arztes. Sie schwebt in Lebensgefahr. Der Blutverlust war relativ hoch. Sie ist mir einmal vor vielen Jahren vorgestellt worden. Im 4. Jahr unserer Republik. Intelligente Frau. Hat der Partei ausgezeichnet gedient. Sie muss sehr verkommen sein. Missbrauch von Genussmitteln, nervliche Zerrüttungen. Man kennt das ja von den sogenannten Künstlern. Dunja Hausmann ist allerdings bisher nicht als seelisch labil auffällig geworden. Genosse Major, ich erwarte Vorschläge von Ihnen, wie wir damit weiterverfahren. In beiden Fällen. Falls sie überlebt, falls nicht. Wir gehen wie gegenüber dem Westen vor. Und was ist die offizielle Version? Jawohl, genau. Genosse Generaloberst. Genosse Kupfer, Moment noch bitte. Herr Kupfer, ich höre nur Gutes von Ihnen. Sie sind ein hervorragender Tschechist. Vorbild für die jüngeren Genossen, was man so hört. Und ein wacher, klassenbewusster Kopf. Ich bemühe mich, Genosse Generaloberst. Tja, ich habe eine Überraschung für Sie. Oh, ich mag keine Überraschungen. Sie kennen Generalmajor Diek? Eiche, Golm, Hofer. Ja. Wir haben zusammen studiert. Er hält sehr viel von Ihnen. Er würde Sie gern als Gastdozenten verpflichten. Sie sollen aufstrebende Tschechisten in Ihrem Spezialgebiet unterrichten. Vernehmungstechnik. Zunächst für ein Semester. Naja, das ehrt mich, aber was bedeutet das für meine Position hier? Nur die behalten Sie natürlich, Kupfer. Ihre operativen Vorgänge würden sich allerdings aus Zeitgründen rein zahlenmäßig reduzieren. Nun freuen Sie sich doch, Kupfer. Machen Sie eine Flasche Sekt auf zu Hause oder zwei. Sie haben doch eine große Familie, soviel ich weiß. Also, in Kürze bekommen Sie dann die offizielle Berufung.
Wer sind Sie? Was machen Sie denn da? Verlassen Sie die Wohnung. Was soll das? Ich wohne hier. Sie sollen die Wohnung verlassen. Raus. Das ist meine Mutter. Was ist denn passiert? Kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Kann mir denn Auskunft? Wenn Sie nicht sofort diese Wohnung verlassen, lasse ich die festnehmen. Raus. Gehen Sie raus. Scheiße. Scheiße. Wieso hat Froschko uns denn nicht gewarnt? Wieso nicht gewarnt, weil im Auto sitzt und pennt? Diesmal gibt's eine Meldung, das kann ich dir sagen. Da still! Heute Morgen war ein Krankenwagen hier. Ist was mit Ihrer Mutter? Na, ist ordentlich, Junge. Du brauchst auch Muskeln als Spitzensportler. Pass auf, in 4 Jahren, da bist du bei der Olympiade dabei, oder nicht? In Los Angeles. In Los Angeles? Na, die werden kicken, oder nicht, Sohn? Ich zähle auf dich, du. Da können wir dich im Fernsehen bewundern. Naja, kann schon sein, dass ich an solchen Wettkämpfen teilnehmen werde. Hans und Martin wissen ja noch gar nichts von deinem Erfolg. Was wissen wir nicht? Der Leiter von Romans Tongrube hat mich heute angesprochen. Er hat uns dringend angeraten, dass Roman mit seinem Talent die Sportschule besuchen sollte. Er hat ihn für die KJS Kai Marxstadt vorgeschlagen. Gut, sehr gut. Glückwunsch. Obwohl ich jetzt schon heulen könnte. Warum das denn wieder? Na, weil wir ihn nur noch am Wochenende sehen. Ach, Vera, er ist doch alt genug, um sich auf eigene Füße zu stellen. Oh, Falk. Du bemutterst ihn viel zu sehr, das tut ihm und dir überhaupt nicht gut. Ich habe auch eine Neuigkeit zu vermelden. Ich bin als Gastdozent an die Hochschule des MFS in Potsdam berufen worden. Das ist ja großartig, Hans. Bist du denn etwa Lehrer? Ja, genau, wie deine Mama. Lehrer ist ein wunderbarer Beruf, mit viel Verantwortung. Na, Großer, wollen wir den Nachtisch holen? Ja. Dann los. Du bist nicht glücklich über die Berufung, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es als Erfolg verbuchen soll. Eine andere Interpretation gibt es ja wohl kaum. Oder ob ich langsam, aber sicher weggelobt werde. Weil mein Stil einigen Abteilung nicht passt. Das Vater will ich unter der üblichen Berufsparanoia verbuchen. Zu Romans Ehren, Erdbeereis mit Schlagsahne. Ja, nehmt euch doch bitte schon. Danke. Guten Abend, Fräulein Hausmann. Martina? Worum geht es? Ist er da? Also, so geht das aber nicht. Guten Abend. Komm, Roman, kannst du denn also oben essen? Was ist passiert? Du musst mir helfen. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht, aber meine Mutter ist verschwunden. Also, ihre Wohnung. Martin, ich bin da doch nur immer, um mein Bild zu holen. Weißt du, das ist von der Südsee. Erzähl mal ganz langsam, der Reihe nach. Frau ist ja betrunken. Sie muss einen Unfall gehabt haben. Da waren 2 Männer in der Wohnung, die haben sauber gemacht. Die Nachbarin hat gesagt, er sei ein Krankenwagen gewesen. Wisst ihr was davon? Herr Hausmann, ist ja alles sehr aufregend, aber es interessiert uns nicht besonders. Gehen Sie jetzt bitte. Sie stören unseren Hausfrieden. Ja, das glaube ich gern. Na, was haben wir mit Ihrer Frau Mutter zu tun? Ich kenne sie. Ich sehe sie in den Augen. Sie wissen, wo sie ist. Du schaffst sie hier raus oder ich rufe jetzt die Polizei. Sie ist meine Mutter und ich bleib hier so lange, bis sie mir sagt, wo sie ist. Kommen Sie mit ins Arbeitszimmer. Da können wir in Ruhe reden. Was ist denn mit Dunja Hausmann? Da hatten wir nicht überreagiert. Ist sie tot? Bitte, wir wollen uns doch wie zivilisierte Menschen unterhalten. Mein Gott, das habe ich nicht gewollt. Frau Hausmann, ich habe heute eine höchst vertrauliche Information bekommen, dass Ihre Mutter einen Selbstmordversuch unternommen hat. Ja, und wie geht's ihr? Sie ist zwar am Leben, aber ihr Blutverlust war sehr hoch. Sie ist nicht bei Bewusstsein. Warum hat sie das getan? Sie ist eine sensible Person, eine Künstlerin. In diesen Menschen lauern Abgründe, von denen wir Normalsterblichen nichts haben. Wo ist sie jetzt? In einer Klinik. Sie wird versorgt. In welcher Klinik? In welcher Klinik? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir leid, ich bin gar nicht involviert. Niemand darf sie besuchen. Ich bin ihre Tochter. Wisst ihr jetzt, in welchem Krankenhaus sie ist oder nicht? Ich will sie sehen. Ich will mit ihr reden. Es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Gehen Sie jetzt bitte. Bitte. Ja. Und ich gehe mit.
Bist du dir wirklich sicher? Seitdem ich dich kenne. Alles falsch gemacht. Warum sagst du nichts? Du? Siehst du? Weil ich den einen nicht verlieren wollte, geht jetzt der andere. Was meinst du damit? Sie mal verständlich ausdrücken. Du siehst lächerlich aus mit deinem Geschirr, du. Bessere Welt wäre für Gerechtigkeit und Glück. Alle Menschen werden gleich sein. Niemand wird benachteiligt, kein Kind mehr bevorzugt. Alle werden gleich behandelt, gleich geliebt. Aber wer zerstört immer wieder meine Hoffnung auf inneren und äußeren Frieden? Dieser Hausmanns und Jeros und Zanders und wie sie alle heißen. Mit ihrer Ich-Bezogenheit, ihrem Größenwahn, ihrer Gier. Unfähig auch nur zum kleinsten sozialen Gefühl. Muss schlimm sein, die Welt so zu sehen. Was, wieso? Wie siehst du denn? Es gibt nur noch Freund oder Feind. Ja, genau, genau. Aber der Mensch, der ist doch viel mehr als nur Freund oder Feind. Sag mal, warum du so heißt, Vera. Ich trinke nicht mehr. Aber du wirst wieder anfangen und weißt du warum? Weil du nicht weißt, wer Feind ist oder Freund. Das ist schlimm. Ja, das hält keiner aus. Hast du schon mal gebetet? Heimlich, früher. Das hat mein Junge aus der Schule beigebracht. Klaus Prero hieß der. Und wofür hast du gebetet? Dass ich stärker bin als mein Bruder. Und? Hat nicht geklappt. Ich habe weiter Prügel bezogen. Dann lassen wir das wohl mal lieber. Ich schon raus, wo deine Mutter ist. Ja, Stefan, Martin hier, hallo. Pass mal auf, ich brauche eine Liste aller Rettungseinsätze von gestern im Prenzlauer Berg. Wir haben hier einen Herrn, der behauptet, von einem Krankenwagen angefahren worden zu sein. Ja, gestern Vormittag. Machst du? Du schickst mir die Informationen rüber? Danke. Na? Spät geworden gestern, ne? Hast du getrunken? Ich bin zu Hause ausgezogen. Wohin?
nicht bei Julia mit rein. Das ist nicht dein Ernst. Du besetzt eine... Das ja nicht wissen. Aber das kommt doch raus. Mensch, Kind aus der Kupfer. Hast du in letzter Zeit mal ins Spiel geguckt? Fällt dir denn da überhaupt nichts mehr auf? Hast du völlig vergessen, dass du ein Polizist bist? Martin, du bist mein Freund. Ich habe schon einen Plan, wie wir das legal hinkriegen. Ich habe das Gefühl, du hast überhaupt keinen Plan mehr. Genosse Kupfer. Jetzt nicht, ich habe einen Termin, Markowitz. Das hier würde dich interessieren. Ich hatte ein Treffen mit Ihrem Jüngling. Der hat Ihnen eine vernünftige Information gebracht. Na, pass mal auf, heute Abend soll es in der Dunkerstraße eine Fete geben. Ja, sollen die doch ihren Spaß haben. Da spielen die Plastedolls. Das ist eine Punkband. Den hat man vor 2 Jahren die Auftrittsgenehmigung entzogen. Gut geholfen. Das ist meine gute Nachricht. Wir werden ein feines Rattennest ausheben. Ja, wir haben mehr als 40 Personen erwartet. Also, kontaktiere die VP. Hauptmann Sorge. Er soll ausreichend polizeiliche Unterstützung für die Maßnahme bereitstellen. Ja, mach ich. Und das ist der aktuelle Zustandsbericht vom Arzt. Ich habe mir Ihren Vorschlag angesehen, was die Verschleierung des Vorfalls angeht. Gute Arbeit, geistreich. Spricht nichts dagegen, Ihre Idee jetzt schon umzusetzen. Ich warte nur auf Ihren Befehl, Genosse Generaloberst. Trauen Sie das Ihrer Mitarbeiterin zu? Ja. Frau Bergner, eine professionelle Schauspielausbildung. Dann hoffe ich nur, dass er nicht zu sehr übertreibt, was? Danke. Genosse Generaloberst. Ja, ich bin's, Armin. Wollen Sie zu Frau Hausmann? Ja. Wer sind Sie? Ihr Pianist. Ach, der Herr Pries. Wir waren zu einer Probe verabredet, aber sie ist nicht da. Warten Sie. Ich kann Ihnen das erklären. Kommen Sie. Kann ich Ihnen vertrauen? Natürlich. Warum? Das, was ich Ihnen jetzt sage, das bleibt absolut unter uns. Ja, es ist leider so, dass Frau Hausmann einen Zusammenbruch hatte. Was denn für ein Zusammenbruch? Es ist traurig. Ich bin selbst vollkommen überrascht. Gerade jetzt, wo wir so eine gute Phase hatten. Können Sie mal Klartext reden? Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Radisch, ich bin Psychologin. Ich betreue Frau Hausmann seit einem Jahr ambulant. Wir sprechen einmal die Woche. Weswegen denn? Dunja ist kerngesund. Ja, so scheint es. Seltsam, nicht? Frau Hausmann ist seit Jahren medikamentenabhängig. Jetzt hat sie einen Rückfall gehabt. Mit einem völligen Kreislaufzusammenbruch. Zum Glück konnte sie mich noch anrufen. Das glaube ich nicht. Ihr Zustand ist kritisch. Sie wird längere Zeit im Krankenhaus bleiben müssen. Ich wollte gerade noch ein paar Sachen von ihr holen. Ja, sie war nervös in letzter Zeit. Es ist in Sachen aufgefallen, aber wo ist sie denn gerade? Kann ich sie besuchen? Das wäre jetzt ganz falsch. Sie vertraut mir und das wäre vorbei, wenn sie wüsste, dass ich Ihnen von ihrer Sucht erzählt habe. Verstehe. Sie wissen von nichts. Können Sie sich auf mich verlassen? Viel Freude mit dem neuen Duft. Danke. Shampoo. Tschüss. Hallo. Ich glaube, ich weiß, wo deine Mutter ist. Ja? Ich habe rausgekriegt, wo der Krankenwagen sie hingebracht hat. Es ist zwar ein anderer Name, aber es gab nur einen Einsatz an dem Tag in eurer Straße. Können wir da jetzt hin? Ja. Okay, ich sag Moni Bescheid. Wie kommen wir herein? Lass mich mal machen. Guten Tag, Obermeister Kupfer. Bei Ihnen liegt eine Frau Edith Schmidt. Die ist in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Und diese junge Frau hier soll sie als Zeugin identifizieren. Sie wissen aber Bescheid. Ausfüllen. Haus 11. Ist aber die Intensivstation. Müssen Sie sich bei der Stationsschwester melden. Ja, kommen Sie. Und wenn sie es gar nicht ist, sondern wirklich Edith Schmidt.
Ja, bitte? Guten Tag, es geht um eine Identifizierung. Wir möchten gerne zu Frau Schmidt. Das ist nicht möglich im Moment. Aber sie ist doch hier. Sie liegt doch hier. Wie geht's ihr? Darüber kann ich keine Auskunft geben. Ich bin die Tochter. Von Frau Schmidt? Von Dunja Hausmann. Sie ist meine Mutter. Kann ich sie sehen, bitte? Für Sachen. Sollten sich die Haare schneiden lassen. Mama, ich bin's doch. Julinka. Weißt du, dein Schäfchen, Julia, Julekind. Friseur. Ganz groß. Süß und hübsch. Werden dich verlassen. Und mich haben immer alle verlassen. Das ist meine Schuld. Nicht so stark, wie alle denken. Ich habe ihr das nicht geglaubt. Ich dachte, das wäre wieder irgendeine Koketterie von ihr. Wenn ich nicht ausgezogen wäre, dann wird sie da jetzt nicht liegen. Das ist nicht wahr. Julia, Julia, du bist nicht schuld. Komm. Komm. Ich muss hier bleiben. Ich auch. Ja, du musst doch zum Dienst. Fahr ruhig. Ich weiß ja, dass du da bist. Müssen Sie aber wieder weg sein. Na. Sie sind 10 Minuten zu spät, Kupfer. Einsatzbeginn war 19:30 Uhr. Schön Sie noch, Hauptmann. Beeilen Sie sich. Wo bleibst du denn? Was gibt's denn? Einsatz in der Dunkerstraße. Genau soll er sein. Wahrscheinlich ein nicht angemeldetes Konzert. Was? Zu mir passt das? Ich muss eigentlich in den Garten. Gitta flippt aus, wenn sie das erfährt. Aufsitzen! Na los! Kupfer! Das gibt's doch Duschka. Rühren Sie meine Mutter nicht an. Wie kommen Sie hier rein? Was haben Sie mit meiner Mutter zu tun? Uah.
hat angerufen. Er kommt heute spät, er hat noch eine Besprechung. Frank hat mir gar nicht gesagt, wann er heute kommt. Ja? Ich bin auch allein. Machen wir uns einen Frauenabend? Ja. Ich meine, heute eher nicht. Ich muss die Hefte hier noch korrigieren. Aufsatz in Staatsbürgerkunde. Wie geht es dir, Vera? Läuft's gut in der Schule? Ja. Und sonst? Wieder zu Hause hier? Hab ich dir mal von meiner Klasse erzählt? Glaub nicht. Wunderbare Kinder. Einer von ihnen ist Alexander Heil. Ein guter Junge. Alex ist freundlich, wach, intelligent. Unglaublich verantwortungsbewusst für seine 14 Jahre. Er hilft schwächeren Schülern. Heute hat mich die Direktorin angesprochen. Die Heils haben einen Ausreiseantrag gestellt. Und sie hat mir durch die Blume zu verstehen gegeben, dass ich diesen Sachverhalt bei Alex' Beurteilung in Zukunft berücksichtigen soll. Ja, das ist nun mal so. Wer sich abkehrt, muss mit den Konsequenzen rechnen. Und das gilt dann für die ganze Familie. Ich kann das nicht. Es wird ja nichts anderes übrig bleiben, Vera. Ich finde das ungerecht, wenn Kinder leiden sollen, nur weil ihre Eltern mit dem System... Es ist immer schlecht, Lieblingsschüler zu haben. Oder Lieblingspatienten. Naja, ich will dich nicht weiter stören. Man kann auch seine Gefühle nicht abschalten. Doch, das geht durchaus. Das musst du lernen, Vera. Oh, ja, was für ein Regen. Oh, wollen Sie mit mir über das Wetter reden, Herr Kupfer? Ihre Mutter und ich... Wir wollten dasselbe, den idealen Staat für alle. Eine klassenlose Gesellschaft ohne Privilegien. Ich habe kein Interesse an Staatsbürgerkunde. Wir waren so jung wie Sie jetzt. Und voller Hingabe. Sie hatten eine Affäre mit meiner Mutter? Ich habe sie geliebt. Ich will nicht länger Ihr Gegner sein, Julia. Ich möchte, dass Sie für uns sind, mit Ihrer Kraft. Mit meiner Wut? Ja, auch mit Ihrer Wut. Das muss natürlich unter Kontrolle bleiben. Sie wollen immer und alles kontrollieren. Das kann nicht gut gehen. Meine Eltern sind beide im KZ umgekommen. Ich weiß, wie schnell... Meine Mutter kommt in ihrem Stasiland um. Gut, dass sie niemand hört. Nein? Haben Sie kein Aufnahmegerät dabei? Ist das nicht normalerweise üblich bei Ihnen? Ich möchte, dass wir Freunde werden. Sie wollen mich als Spitzel anwerben. Verstehen Sie das unter Freundschaft? Wir lieben denselben Menschen. Nur weil Sie Martins Vater sind, ist das für mich kein Grund, Sie zu mögen. Sind Sie wirklich so heldenhaft? Ist das schwer? Da drin liegt meine Mutter und erkennt mich nicht. Ich weiß nicht, ob sie jemals wieder die alte, die egoistische, großherzige, ungerechte Dunja werden wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich bin wütend, so wütend. Ich könnte ihnen ins Gesicht schlagen. Warum tun sie es nicht? Ich bin nicht ihre Freundin und ich werde es auch niemals sein. Personen bis jetzt. Wir warten noch. Ich wette, da kommen noch mehr Ratten aus ihren Löchern. Auf was warten wir denn noch? Ein illegales Konzert ist ein illegales Konzert. Das können wir da gleich unterbinden. Befehl ist Befehl. Gefällt mir aber nicht. Jetzt halt dich mal zurück. Du kommst sonst noch in Teufels Küche. Wir dürfen wieder die Schmutzarbeit machen. Meine Ruhe jetzt. Ich habe vergessen, das Gewächshaus zuzumachen. So, jetzt kommt Kinder her. Alle drin in der Falle. Lassen wir das Ding mal zuschnappen, ne? An alle Einsatzkräfte. Geht los. Aber leise und ohne Aufsehen. Einnahme der Wohnung, erster Stock links bei Kuhlke. Einsammeln der Personalausweise und danach Festnahme aller dort befindlichen Personen. Alle festnehmen? Ich spinne noch. Absitzen. Schlagstöcke raus. Ist das nur ein illegales Konzert? Was ist los, Martin? Das ist zu unserem Schutz. Abrücken.
Polizei, aufmachen! Personenkontrolle! Strebel, Klein, hier bleibt ihr. Lass keinen raus. Platz. Was? Aber. Dabei. Halten Sie bitte Ihre Personalausweise bereit. Sie kommen alle mit auf die Wache. Sie wohnen einer nicht genehmigten Veranstaltung bei. Zuführen! Was ist los, Kupfer? Machen Sie Ihre Arbeit? Nein, mach ich nicht. Kupfer, das ist Befehlsverweigerung. Das hat Folgen. Martin, was ist los? Was soll denn werden? Ich gehe. Soweit ich weiß, hast du da drüben einen Einsatz. Ich habe mich gerade abgebrochen. Du gehst sofort zurück, tust deine Pflicht. Ich nehme keine harmlosen Punker fest. Harmlos? Die da? Die sind der Sand in unserem Getriebe. Das sind asoziale Subjekte. Schmarotzer, die auf unsere Kosten leben, die Disziplin und Moral untergraben. Nimm die selber fest! Aber ihr schickt uns fort, wir sind unser Gesicht und halten Feuer und Dreck. Ich setze jetzt wieder rein, das ist ein Befehl. Hast du überhaupt nichts zu befehlen? Du bist doch offiziell gar nicht hier. Ruf dir mehr. Hast du denn mit deinem Pflichtrecht schon vollständig dein Gehirn weggebogen? Lass dich los! So feige! Du willst sie nicht schmutzig machen, ja, Bruderherz? Man macht sich die Finger schmutzig für eine große Idee. Das geht nicht ohne Blut und Dreck, aber du hast überhaupt keine Vision. Du magst gar nichts. Du willst doch nur, dass sie alle anderen lieb haben. Ich glaube, aber jetzt redest du von dir. Komm, steh auf, Falk. Komm. Franz, hast du mal gewonnen, wenn wir uns geprügelt haben? Ich werde auch dieses Mal gewinnen. Du bist doch mein Bruder. Mach ich fertig. Guten Abend. Ich wollte nur noch einen Schluck trinken. Wie geht es ihr? Es regnet wie Teufel. Aber war es schon der Sommer? Wie geht es Dunja Hausmann, Hans? Du warst doch bei ihr. Die Ärzte wissen nicht, ob sie Schäden zurückbehalten wird. Sie war sehr lange bewusstlos. Sie bedeutet ja noch immer etwas. Seit wann weißt du davon? Von Anfang an. Als sie auf dem Parteitag gesungen hat, da. Ich habe dein Gesicht gesehen. Du hast nie etwas gesagt, nicht ein Wort. Was hätte ich sagen sollen? Ich bin verletzt, ich leide? Es wäre dir doch völlig gleichgültig gewesen. Nein, das ist nicht wahr. Ich kenne dich so gut, Hans. Und ich weiß auch, dass du dich nur aus Parteidisziplin für mich und die Familie entschieden hast. Marin, du bist eine sehr, sehr gute Ehefrau. Eine Musterehefrau. Ja. Wir führen ja auch eine Musterehe, hast du doch kürzlich erst gesagt, ne? Das ist nicht das Schlechteste.
was ist denn passiert? Ich schlafe, Mutter, alles wird gut. Es ist harte Arbeit, aber am Ende steht der Sieg. Wir haben 32 Zuführungen gehabt. Wer war das? Der Generaloberst hat mir eine Medaille versprochen. Wer hat dich so zugerichtet? Mein lieber Bruder, aber er hat auch ein paar abgekriegt. Warum tut ihr das? Warum könnt ihr keinen Frieden halten? Mein feiner Sohn ist am Ende. Befehlsverweigerung und tätlicher Angriff gegen einen Vertreter der Staatsmacht. Was soll das heißen, Falk? Was hat Martin getan? Und trotzdem, ich weiß es. Trotzdem willst du ihm wieder verzeihen. Hörst du den Regen? Endlich Regen. Ist der Sommer jetzt vorbei? Schlüssel vergessen. Wie geht's denn deiner Mutter? Irgendwann hat sie mich bei meinem Namen genannt. Die Schwester sagt, sie ist außer Lebensgefahr. Gut. Die Stasi. Sie wollten sie festnehmen. Deshalb hat sie das getan? Dann hat mich der Oberarzt rausgeworfen. Und du? Wer war das? Mein Bruder. Ich hab zum ersten Mal gewonnen. Aber es hat keinen Spaß gemacht. Nee, nicht so richtig. Lass uns schlafen gehen. Hauptmann Sorge? Ja? Mein Name ist Schmidt. Ich möchte Sie kurz sprechen. Es geht um den Einsatz am Sonnabend in der Dunkerstraße. Es soll einen Vorfall mit einem VP gegeben haben. Allerdings. Ich werde Meldungen machen wegen Befehlsverweigerung. Der Obermeister wird entlassen werden. Ich denke, Sie sollten milde walten lassen. Unmöglich. Der Klassenfeind wird es für seine Zwecke ausnutzen, dass der Sohn eines führenden... Gerade Sie, Genosse Hauptmann, sollten auch Verständnis haben für menschliche Verfehlungen. Ich wüsste nicht, warum. Ich frage mich, was Ihre Frau dazu sagen würde, wenn sie wüsste, dass Sie eine Geliebte und einen Sohn in Jena haben. Wie konnten denn Sie als Genossin in diese schlechte Gesellschaft geraten? Ich habe zufällig von dem Konzert gehört und da bin ich hingegangen. Ich weiß nicht mal, wer da gespielt hat. Plastidolls. Also die Musik, die war nicht so mein Fall. Die Gruppe ist verboten. Mit wem sind Sie denn hingegangen? Allein. Ja, woher wussten Sie von dem Konzert? Ich meine, es war nicht genehmigt, also war es wohl kaum plakatiert, oder? Im Café Euler, da haben die drüber geredet. Ja? Ich kannte die nicht. Mhm. Ich bin da einfach aus Spaß hingegangen, das müssen Sie mir glauben. Mhm.
will nur einen Mann kennenlernen. Das ist das ganze Geheimnis. Mhm. Wann kann ich nach Hause? Ich habe zwei Kinder und die Nachbarin, die kann ja nicht ewig auf sie aufpassen. Machen Sie sich mal keine Sorgen, um Ihre Jungs kümmern wir uns schon. Ich habe nichts gegen die DDR. Ich habe wirklich nie was Böses gemacht. Wir haben sie nur mal in einem subversiven Kreis angetroffen. Wenn wir jetzt misstrauisch wären, könnte das ein Problem für Sie werden. Dann würden Sie hier richtig lange einsetzen. Aber wir glauben Ihnen doch, Frau Schrader. Dann kann ich jetzt gehen. Natürlich, jederzeit. Sehen Sie, wir tun was für Sie, Sie tun was für uns. Wir interessieren uns nämlich für Ihre Mitarbeiterin, Julia Hausmann. Ach so. Naja, es ist leider so, dass Fräulein Hausmann zunehmend als gefährliches Element unserer Gesellschaft auffällt. Sie verbreitet Hetze und Lügen unter ihren Freunden und Bekannten. Sie hat sich in einem Freundeskreis auch über Sie geäußert. Tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss, aber ich fühle mich verpflichtet. Sie sind doch eine treue Sozialistin, nicht? Ja? Ja. Sollen eine Liste mit Vorzugskunden führen. Das hat sie gesagt. Das ist überhaupt nicht wahr. Das stimmt nicht. Das sehen Sie mal, diese Frau will unserem Land schaden, wo sie nur kann. Ja, und deshalb hoffen wir auf Ihre Unterstützung. Ja, wir brauchen einen lückenlosen Bericht über jede verdächtige Handlung, jedes falsche Wort, jede Verfehlung. Aber wir sind befreundet. Ja, Frau Schrader, denken Sie denn gar nicht an Ihre Kinder? Wie meinen Sie das? Na ja, sollen Kai und Thomas denn nicht in einem sicheren Land aufwachsen? Bei Ihnen? Doch. Ja, wenn solche Elemente wie Julia Hausmann ungestraft ihr Unwesen treiben können, dann können wir für die Sicherheit ihrer Söhne auf Dauer leider nicht garantieren. Du willst doch in Frieden leben, oder nicht, Genosse? Traust. Guten Morgen, Genossen. Morgen, Genosse Hauptmann. Morgen, Genosse Hauptmann. Ich komme gleich zu Ihnen. Ihnen wird in Kürze eine schriftliche Verwarnung zugehen, Kupfer. Sie wissen warum. Dienstbesprechung heute schon um 16 Uhr. Machen Sie den Protokollanten. Das glaube ich nicht. Schriftliche Verwarnung? Wenn ich an deiner Stelle wäre, hätten die mich gnadenlos an die Wand gestellt, nur weil Gitta West Verwandtschaft hat und du mit deinem Alten vom MDI, du bist fein raus. Aber da siehst du es mal. Wir leben in einer Zweiklassengesellschaft. Von wegen sozialistischer Gerechtigkeit. Vorsicht, Görlitz. Ich muss dich sonst melden. Mensch, Martin. Das war jetzt nicht so gemeint. Das ist mir nur so rausgerutscht. Du kennst mich doch. Sag, glaubst du wirklich, ich würde dich denunzieren? Nein, natürlich nicht. Christine, die Türkei gehört definitiv nicht zu unseren Bruderstaaten. Volker, gut. Aber deine Schrift ist wie immer eine Katastrophe. Sabine, gut, hast du endlich mal gelernt. Aber Kuba liegt nicht im Pazifik. Alexander? Wir gehen jetzt gemeinsam nochmal unsere Bruderstaaten mit ihren geografischen Besonderheiten durch. Frau Kupfer, kann ich hier kurz sprechen?
Worum geht's? Ich verstehe nicht, warum ich so eine schlechte Note bekommen habe. Weil sie deiner Arbeit entspricht. Aber ich habe alles richtig und viel mehr als Sorge geschrieben. Das ist mindestens eine 2. Willst du mir etwa sagen, wie ich deine Arbeit zu benoten habe? Nein, aber... Dann ist ja alles klar. Dachchen. Sag mal, wo warst du den ganzen Vormittag? Ach, gestern die Fete, das ist spät geworden und feucht. Ich kam heute Morgen gar nicht aus dem Bett. Frau Böger hat den Jungs das Frühstück gemacht. Du, ich habe uns ein Stück Kuchen mitgebracht und mache uns jetzt einfach mal einen Kaffee. Ist ja gerade keiner da. Gut. Erzähl doch mal, wie war's denn? Hast du deinen Traummann gefunden? Ich mache uns erstmal einen richtigen Kaffee. Und dann quatschen wir so richtig. Hast du was? Nö. Naja, einen kleinen Kater, aber ist komisch. Ist mal was anderes als immer unsere euren Kekse. Mm. Ist was? Hast du Magen-Darm? Nein. Na, ich mach trotzdem lieber mal einen Tee. Ich glaube, jetzt muss Martin mich heiraten. Nein. Hey, das ist das Schönste von der ganzen Welt. Pass mal auf. Du, setz dich jetzt erstmal ganz ruhig dahin. Nichts machst du mehr hier. Stuhl weg. Kuchen weg. Weißt du was? Du kannst den Stubenwagen von Kai haben. Rechtsanwalt Dr. Pfeiffer. Es geht ihm besser, wie man sieht. Die Ärzte sehen keinen Grund mehr für eine stationäre Behandlung. Das freut uns. Allerdings lässt Ihr Suizidversuch keinen Zweifel daran, dass eine schwere psychische Erkrankung vorliegt. Und es ist sicher auch in Ihrem Interesse, wenn wir kein Risiko eingehen. Was wollt ihr von mir? Frau Hausmann, das hier ist ein Antrag, über den wir mit Ihnen sprechen möchten. Bis auf Weiteres Anwalt Dr. Pfeiffer. Er hätte die Entscheidungsgewalt in Ihren finanziellen und verwalterischen Belangen. Aber das könnt ihr doch nicht machen. Frau Hausmann, Sie wollten sich das Leben nehmen. Sie sind eine Gefahr für sich selbst. Ich meine, wir müssen Sie doch schützen. Ihr seid der letzte Dreck. Sie können natürlich auch den Gegenbeweis antreten. Zeigen Sie sich als verantwortungsvolle, sozialistische Persönlichkeit und überzeugen Sie uns von Ihrer geistigen Gesundheit. Arbeiten Sie mit uns zusammen. Ah. Ach so. Dunja Hausmann wird in Zukunft kooperieren. Ich hatte von Ihnen auch nichts anderes erwartet. Und dieses Punk-Konzert. Operativer Einsatz in der Dunkelstraße hat doch ein überzeugendes Ergebnis gezeigt. 25 der Festgenommenen konnten letztlich eine feindlich negative Haltung zu unserer Republik nicht mehr leugnen. 6 Prozesse stehen an. 9 Personen konnten wir für unsere Sache gewinnen. Die übrigen zeigen Reue und Einsicht, werden weiter beobachtet, außerdem marxistisch-leninistisch fortgebildet. Glückwunsch, gute Arbeit. Danke, Genosse Generalleut. Danke. Ich bin ganz offen, wir sind unter uns. Ich war nie mit Ihrem Vater einverstanden. In letzter Zeit noch weniger. Da findet eine Aufweichung statt. Vielleicht eine Alterserscheinung. Was weiß ich. Ich will Sie auf lange Sicht auf der Position Ihres Vaters etablieren, als meinen Stellvertreter. An diesem Ziel müssen wir gemeinsam arbeiten.
Leider gibt es da diesen Makel an Ihrer Familie. Das Verhältnis Ihres Bruders mit dieser Julia Hausmann. Ich arbeite daran. Sie werden in Kürze vom Genossenminister zum Oberstleutnant ernannt. Ich habe Sie vorgeschlagen. Er war einverstanden. Das freut mich. Danke, das war's. Danke, Genosse Generalleutnant. Danke. Noch was? Was planen Sie denn langfristig für meinen Vater? Ach, wie ich höre, macht er sich ausgezeichnet in seiner Lehrtätigkeit. Die Studenten sind angetan. Aufs Abstellgleis, also. Er ist hier ein Sicherheitsrisiko. Aber er hat einen mächtigen Fürsprecher. Ja? Ich weiß, dass er den Generalsekretär seit dem Krieg kennt, also aus der gemeinsamen Zeit im Zuchthaus. Aber auch ein Hans Kupfer hat mal einen schwachen Moment, den selbst er dann nicht mehr schönreden kann. Also Augen auf, ja, im Straßenverkehr. Ja. Nein, vielen Dank. Nimmst du Medikamente? Wie? Die kleinen rosa Kügelchen oder wie? Glücksmacher. Sollte ich? Ist das so langweilig? Kann auch im Witzbuch rausholen. Mama, es macht mir Angst, wenn du so bist. Mir auch. Warum haben sie dich laufen lassen? Vielleicht hat Ihnen mein kleiner Auftritt gefallen. Was weiß ich? Dein kleiner Auftritt? Wolltest du gar nicht, dass es klappt? Doch. Hast du dabei eine Sekunde an mich gedacht? Ich bin doch dein Kind. Du bist schwanger, stimmt's? Was willst du jetzt machen? Ich will unser Kind bekommen. Du hast es ihm noch nicht gesagt. Überleg dir das genau, Joschen, ja? Mit einem Kind bist du angreifbarer. Was meinst du damit? Sie können es dir wegnehmen. Das ist das Erste, woran du denkst?
Findest du Elisabeth meine große Künstlerin? Mhm. Aber Kinderbilder sind ja immer schön. Was ist denn los? Bin schwanger. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ich wollte es erst genau wissen. Ich war beim Arzt. Und? Willst du das Kind? Ja. Und du? Das ist unfassbar großartig. Wunderbar. Das ist das Schönste, das Größte, was uns passieren kann. Julia, sag da auch mal was. Ja, was denn? Wir kriegen ein Kind. Ich weiß, da haben wir noch gerade drüber gesprochen. Wir kriegen ein Kind. Hört ihr mich alle da draußen? Julia und Martin kriegen ein Kind. Ruf die 115 an, du Vogel. Welche Uhrzeit wird das heute stattfinden? Um 3:30 ist das Wort dann. Na, werde ich mal vorbeikommen, wa? Oh, bitte nicht. Papa, das würde mich ganz nervös machen. Wie viele Kinder werden geprüft? Aus meiner Klasse nur Andreas Felber und ich. Aha, und insgesamt? Ungefähr 18. Und 10 Plätze hat die Sportschule zu vergeben, ja? Dann drücke ich dir die Daumen und wünsche dir viel Glück. Ach, ist doch keine Frage des Glücks, sondern lediglich des Könnens. Und der Konzentration auf den entscheidenden Moment. Roman, vorher genug trinken, ja? Entschuldige, ich bin spät. Mir geht's heute nicht so gut. Vielleicht eine Grippe. Brötchen? Danke. In der Nacht vom 12. zum 13. August hat die DDR die Staatsgrenze zu West-Berlin geschlossen und sie fest und undurchlässig gemacht. Außerdem standen die Truppen aller Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages bereit, den Sozialismus gegen jeden Aggressor zu verteidigen. Sehr gut, Christian. Und dadurch wurde der Frieden in Europa gesichert. Stefanie? Aber warum ist die Mauer immer noch da? Du meinst den antifaschistischen Schutzwall. Warum ist der Schutzwall immer noch da? Weil die Bedrohung durch die Imperialisten nicht abgenommen hat. Im Gegenteil, sie wird täglich größer. Je größer der Sozialismus, umso mehr verschärft sich der Klassenkampf. Habt ihr das verstanden? Danke, Roman. Frau Kupfer, kann ich Sie kurz sprechen? Was willst du? Jetzt weiß ich, warum Sie mich nicht mehr dran nehmen und warum ich in der letzten Zeit so schlechte Noten bekomme. Deine Leistungen haben leider stark nachgelassen. Weil meine Eltern einen Ausreiseantrag gestellt haben. Red keinen Unsinn. Geh nach Hause. Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass Sie nichts dafür können. Was bist du nur für ein elender Klugscheißer? Hey, was der Beste. Roman, einer der Beste. Okay. Gehen wir noch ein Eis essen? Ja, ja? Nicht. Aber wir nehmen eins mit nach Hause. Komm, mit ich bin zuerst da. Komm, wer ist zuerst? Auf dem Münchner Oktoberfest möglicherweise. Nehmen Sie Roman?
Das ist noch nicht offiziell, aber ich denke, keine Zweifel an seinem sportlichen Talent. Das freut mich. Und ich werde Oberstleutnant. Ja, ich weiß. Der Buschfunk hat's mir geflüstert. Mehr sagst du nicht dazu? Ich bin auf der Hut, mein Sohn. Toni Hausmann ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie hat sich bereit erklärt, mit uns zusammenzuarbeiten. Es ist doch so, wie du es immer wolltest. Miteinander für den Sozialismus und nicht gegeneinander. Sich das intellektuelle Potenzial zunutze machen. Ja, ich denke nur, du hast ja eher die Haltung eines Kolonialherrn. Und ich möchte dir eines Bündnispartners. An wen schreibst du? Sehr geehrter Genosse, Generalsekretär, lieber Erich, hat mich zur Jagd in die Schorfeile eingeladen. Ich habe zugesagt. Gute Idee. Denke ich auch. Ausgewachsene Zumutung, womit die uns sie auf die Menschheit loslassen. Hier, kontrollier mal die Kerzenstecker. Au! Hier, Toni 51, wir fahren dahin. Toni 51, wie denn? Die Stecker fest? Gut, ich probier mal. So. Bitte! Es läuft doch! Und ab. Ich hab alles gesehen. Obermeister Görlitz. Sie sind gleich bei Ihnen. Guten Abend. Guten Abend. Wer hat deine Tasche? Danke. Bei drei anheben. Eins, zwei, drei. Uwe Langer heißt der Mann. Wie sieht's denn aus? Nicht gut. Wir bringen ihn ins Klinikum nach Weißensee. Okay. Gut, gehen wir rüber zu der Zeugin. Guten Abend, Obermeister Kupfer. Sie haben die Polizei gerufen? Ich habe alles gesehen. Ich habe hier eine Laube, habe da drüben am Zaun gestanden. Mhm. Ich habe gesehen, wie das Auto einfach weitergefahren ist. Der junge Mann hat keinen Mucks mehr gesagt. Ich bin dann zur Zelle. Ich habe den Notruf gewählt. Gar nicht für lang. Ich weiß nicht, hell vielleicht? Nee, der war blau. Blau war er. Und ein Nummernschild haben Sie sich nicht gemerkt? Nee, leider nicht. Vielleicht im Fahrer? Das war eine Frau. Ich habe gerade hochgeguckt, wie sie vorbeigefahren ist. Da habe ich sie gesehen. Können Sie die Frau beschreiben? Blond war sie, das ging ja alles sehr schnell. Stehe. Gut, danke, Frau Biere. Sie haben das genau richtig gemacht. Guten Abend, Vera. Guten Abend, Falk. Kommst du spät? Entschuldige, mir geht's nicht gut. Jetzt haben wir die Eistorte ohne dich. Warum, Vera? Warum? Ich bin so leer. Du hast eine Beule in den Magen gefallen. Du bist mit deinem besoffenen Kopf irgendwo gegen geknallt. Ich kann mich nicht erinnern. Ist schlimm?
Ach, schlimm, schlimm. Das ist doch nur Blech. Schlimm ist, dass du wieder säufst. Das war ein Ausrutscher. Es wird nicht wieder vorkommen, ich versprich's. Das war so eine Art verschleppte Grippe. Ja, das kann einen schon mal umhauen. Mhm. Aber siehst gut aus. Danke. Letzte Woche, da hast du was verpasst. Da hat die Stasi in der Dunkerstraße ein Punkkonzert ausgehoben, mit Hilfe der Genossen der Volkspolizei. Sandra war auch da. Die haben den erst nach 8 Stunden Vernehmung wieder laufen lassen. Also wenn ich das höre, da überlege ich mir, ob ich nicht auch abhaue. Ich habe eine Einladung zu einem Theaterfestival nach Bochum. Was meint ihr? Soll ich drin bleiben? Möchtest du noch ein Bier? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Ja. Ich helfe dir. Das kann ich allein. Ich dachte, wir wären Freunde. Wie kommst du denn auf diese sentimentale Idee, hä? Du hättest es mir sagen müssen. Was? Seit wann genau hast du denn die Probleme mit den Medikamenten? Seit sie deine Platten aus den Läden genommen haben? Medikamente? Wer sagt denn sowas? Eine Psychologin. Ich habe sie zufällig getroffen. Ich habe es aber niemandem erzählt. Was denn für eine Psychologin? Und was für Medikamente? Ich nehme nie Medikamente, das weißt du doch ganz genau. Ich bin einfach nur traurig. Ich dachte, du vertraust mir. Dienstag bist du. Nicht vergessen, ja? Tschüss. Tschüss. Dann. Bye, bye, mein Schatz. Hausmann, wir haben eine Abmachung. Und wenn Sie sich nicht daran halten, dann müssen wir Sie vor sich selbst schützen. Dann müssen wir uns um Sie kümmern. Was ist denn hier noch? Was ist denn hier noch? Mama, hallo. Was soll das? Die wollen nicht entmündigen? Als ich im Krankenhaus wach wurde, da wusste ich, ich will leben. Aber jetzt weiß ich nicht mehr wie. Wo und mit wem. Schreib ein Lied drüber. Jürgen, ich kann nicht mehr singen. Ich hab's versucht. Es geht nicht mehr. Thank you.
Guten Abend, Martin. Guten Abend, Vater. Ich habe nur noch ein paar Sachen geholt. Darf man fragen, wo ihr wohnt? Das weißt du noch nicht? Werde ich ja nicht fragen. Ja. Wir haben eine Wohnung besetzt. Was? Du hast eine Wohnung besetzt? Mhm. Willst du so räumen lassen? Ich hab dir schon mal gesagt, ich leg dir keine Steine mehr in den Weg. Ich besorg dir einen Mietvertrag. Ich will nicht, dass du dich in unser Leben einmischst. Trinkst du noch ein Bier mit? Deinem alten Vater? Falk sitzt allerdings an meinem Stuhl. Hat am Freitag zum Oberstleutnant ernannt. Aber mein Stuhl ist aus Eisen. Und seine Säge stumpf. Machst du deinen Beruf eigentlich noch gerne? Ich glaube immer noch an den Kommunismus. Das einzige nachhaltige und gesunde Gesellschaftsform. Das geschieht mit einer Welt, die nur auf Profit ausgerichtet ist. Und, seid ihr immer noch verliebt? Wir bekommen ein Kind. Das freut mich. Schön. Das macht die Sache allerdings nicht einfacher. Ein Kind mit Fräulein Hausmann. Martin, hast du denn deine Mutter dazu sagen? Oder Falk? Die Gesichter, die ich sehe, da will ich dabei sein. Aber sag bitte noch niemandem was, noch nicht jedenfalls. Wenn ich was kann, dann ein Geheimnis bewahren. Guten Bruderherz. Guten Abend, Falk. Herzlichen Glückwunsch im Voraus, ich habe gehört. Nicht vorher gratulieren, das bringt Unglück. Hast du euren Wagen schon aus der Werkstatt geholt? Ist morgen früh erst fertig, ich habe nicht den passenden Lack auf Lager. Was für ein Lack? Ja, für Lack, blau, kennst du unseren Wagen. So, ich brauche jetzt eine Dusche. Gab's einen Unfall? Mhm. Vera hat versucht einzuparken. Ich fürchte, sie war betrunken. Sie trinkt wieder? In welcher Werkstatt steht denn der Lader? Basilski? Mhm. Guten Abend, Silski. Party. Hey. Du, ich hab Feierabend. Ja, ich weiß, aber kann ich mal kurz den Wagen von meinem Bruder sehen? Warum? Ist dienstlich. Steht da drüben. So, hier ist das gute Stück. Geh mal nicht noch um einen Park wieder raus, wa? Ja? Nee, lass mal, geh mal her. Geht schon. Nein, jetzt gib doch mal. Jetzt, geht schon. Jetzt lass los. Der nein. Ist zu. Nein! So schwer. Den nein! Oh. Meine Mutter, sie hat aufgegeben. Ihr Kampfgeist ist weg. Er kommt schon wieder. Deine Mutter lässt sich nicht kleinkriegen. Ich muss ihr helfen. Wie willst du das machen? Hast du irgendwas vor? Hm? Und du? Was war heute bei dir los? Ich glaube, Vera, weißt du, meine Schwägerin, die hat betrunken jemanden angefahren und dann ist sie einfach abgehauen. Was? Ja. Außer mir weiß das niemand. Und was machst du jetzt? Zeigst du sie an? Guten Morgen, Vera. Martin. Kann ich dich kurz sprechen? 5 Minuten. Bist du am Montag mit eurem Wagen gefahren? Ja. Was war damit in der Böhringstraße? Weißt du da, wo die Schrebergärten sind? Da fahre ich nie lang. Ja, du hast einen jungen Mann angefahren. Hast du das gar nicht gemerkt? Nein, ich habe niemanden angefahren. Ich gebe dir 24 Stunden Zeit. Geh zur Polizei. Sonst werde ich die Sache melden. Ist ihm was passiert? Er hat überlebt, aber er wird wahrscheinlich gelähmt bleiben.
Ich lasse es nicht zu, dass Sie meine Mutter zerstören. Ich habe jetzt eine Adresse von einem Journalisten aus dem Westen, Günther Wolf. Er hat ja ein Büro. Was willst du von dem? Ihm erzählen, dass Sie meiner Mutter mit Entmündigung drohen. Denn er hat drüben einen Artikel darüber veröffentlicht, wie die hier mit kritischen Künstlern... Damit schadest du nicht nur dir, sondern auch deiner Mutter. Julia, das kannst du nicht machen. Ah, Tag, Frau Schumann. Guten Tag. Hallo. Kommen Sie bitte. Was will sie diesem Journalisten denn genau erzählen? Ist ja stark. Geheime Informationen über einen operativen Vorgang an den Klassenfeind weitergeben. Wie, was soll denn das heißen gerade jetzt? Ach. Danke, Genosse. Wirklich sehr gute Arbeit, sehr gut. Danke. Landesverrat und Schwanger, das ist nicht schlecht. Ich will nicht gestört werden. Es ist Ihre Frau. Auf Leitung 1. Meine Frau? Vera, ist was mit Roman? Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nur im Notfall im Büro an... Was? Wie? Jetzt gleich? Ja. Ich kann mir auch nicht erklären, wie es passiert ist, aber Martin hat überlebt, aber schwer verletzt. Martin weiß Bescheid. Ich muss mich anzeigen. Was? Martin weiß Bescheid? Du machst gar nichts, verstehst du? Du zeigst dich nicht an. Was? Martin war bei mir in der Schule. Er hat gesagt, ich muss mich anzeigen. Mehr. Ich kläre das. Ich kläre das, ja? Und Martin? Ich kümmere mich um Martin. Okay, keine Sorge. Du kriegst doch sowieso raus. Dein Tag. Schmeckt es dir nicht? Ich lerne bestimmt nie kochen. Ist das schlimm? Hm? Ist das schlimm? Ach so, nein. Ich habe keinen Hunger. Sie ist nicht gekommen. Sie hat sich nicht gestellt. Und was machst du jetzt? Naja, mir bleibt nichts anderes übrig, oder? Ich meine, den sie angefahren hat, soll der nie erfahren, wer für sein Unglück verantwortlich ist? Ich finde, du solltest sagen, was du weißt. Morgen. 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 Falk. Morgen. Martin, ich würde gerne mit dir sprechen. Ja, ich muss auf Streife. Du bist entschuldigt, oder? Ich fahre mit Fortmann. Kein Problem. Genuss. Wo? Siehst du? Als Kinder waren wir oft mit den Eltern, nicht? Mhm. Einmal bist du fast abgesoffen. Ne? Ja, du hast mich rausgezogen, ich weiß. Du hast mir das Leben gerettet. Ich gebe zu, ich habe gezögert. Du weißt, was Vera getan hat? Martin, es gibt keine Beweise. Ein erheblicher Lackschaden. Mein Wagen ist wie neu, die Rechnung für die Reparatur unauffindbar. Es gibt eine Augenzeugin. Ach, Frau Biere. Die hat sich geirrt, die hat gar nichts gesehen. Wir haben uns bei ihr vergewissert. Sag mal, warst du mal im Krankenhaus? Warst du mal im Krankenhaus? Hast du die Uwe Langer mal angeschaut? Wenn du in der Sache noch irgendwas unternimmst, Wind machst, Lügen verbreitest, lass ich deine Julia sofort festnehmen. Mit welcher Begründung denn? Sie hat Kontakt aufgenommen zu einem westdeutschen Journalisten. Landesverräterische Agententätigkeit, Paragraph 100. Das reicht für viele Jahre Gefängnis. Ja, ist deine Worte nicht unter Kontrolle, oder? Sind das die Hormone, die bei ihr verrückt spielen, oder was? Du warst mal mein Vorbild, Falk. Martin. Das hier ist eine freundliche Warnung von deinem dir wohlgesonnenen Bruder. Sorg dafür, dass sie keinen Unsinn macht, ja? Schwanger in der U-Haft, das ist nicht schön. Und euer Kind soll ja auch nicht im Heim aufwachsen, oder?
Ich gehe jetzt lieber, bevor ich dir vor die Füße kotze. Sag mal, wir sehen uns doch heute Abend, oder? Wir haben ein kleines Fest. Roman wird an die Sportschule Karl-Marx-Stadt gehen. Und ich habe einen Stern mehr auf der Schulter. Gesehen, nichts gehört, niemand getroffen und mit niemandem gesprochen. Frau Hausmann, ich bin sozusagen privat hier. Darf ich reinkommen? Dankeschön. Dankeschön. Und ich weiß, dass mein Vater Sie sehr verehrt. Was soll ich singen? Ich dachte an, ich weiß nicht, ein paar Brechtlieder. Groschenoper. Warum sollte ich das tun? Um zu zeigen, auf welcher Seite Sie stehen. Ich stehe doch gar nicht mehr. Ihr habt mir doch die Beine weggehauen. Also, dass Ihr Künstler immer gleich so theatralisch sein müsst, also wirklich. Hallo. Guten Abend. Vertrag. Was? Wie von Zauberhand. Und der? Der ist für dich. Der lag hinter der Tür. Von wem ist denn der? Von einem Journalisten aus der BRD. Er will mich treffen. Auch der Westen interessiert sich für Dunja Hausmann. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Julia, du darfst da nicht hingehen. Das ist zu gefährlich. Ich soll den Mund halten? Du bist doch jetzt nicht mehr allein. Du trägst auch Verantwortung für unser Kind. Eben. Genau deshalb muss ich dahin gehen. Ich will kein Kind haben in einer Welt, in der man nicht die Wahrheit sagen darf. Ja, aber du weißt doch nicht mal, ob du deiner Mutter damit hilfst. Doch, doch, das weiß ich. Ich will diese Schweine unter Druck setzen. Die müssen es rückgängig machen, diese Entmündigung. Das ist ja wie Mord. Wenn es drüben in der Zeitung steht... Sie werden dich festnehmen. Und dann werden sie dir unser Kind wegnehmen. Das können sie nicht. Wieso nicht? Weil du es nicht zulassen wirst. Dann sitze ich doch auch irgendwann. Und dann hat unser Kind überhaupt keine Eltern mehr. Wenn sie dich drankriegen, dann kommen deine Freunde und machen den Mund auf. Und dann kommen deren Freunde und machen den Mund auf. Und so geht das immer weiter. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Idealistin bist. Aber idealistisch und schwanger, das ist eine Scheißkombination. Julia, ich verbiete dir, dich mit diesem Journalisten zu treffen. Das kannst du nicht. Es ist auch mein Kind. Und wenn du so leichtsinnig bist, dann werde ich hier die Verantwortung übernehmen. Du kannst mir nichts verbieten, Martin. Julia, ich habe Angst, dich zu verlieren. Dich und das Kind. Ja, und genau mit dieser Angst werden sie ihn immer in der Hand haben, wenn man feige ist. Was? Du nennst mich feige? Ja. Und so einen Vater will ich nicht für mein Kind. Was heißt das? Die Wahrheit. Du kommst nicht los von deiner Familie und ich nicht von meiner. Obwohl deine Mutter und ich natürlich traurig sind, dass du nun nur noch am Wochenende zu Hause sein wirst. Roman, wir sind sehr, sehr stolz auf dich. Wir wünschen dir eine großartige Zeit in Karl-Marx-Stadt. Auf deine Siege und Medaillen für unser stolzes Vaterland. Verehrte Gäste, liebe Freunde, bitte greift zu. Das Buffet ist eröffnet. Ich habe gehört, du gehst mal wieder mit dem Generalsekretär Fliat. Ja, das muss ab und zu mal sein, sonst verlassen wir ja das Schießen. Na dann, grüß ihn mal schön von mir. Ich werde ihm von dir berichten, Günther. Hans, machst du bitte mal auf.
Komm rein. Reicht nicht, wenn man sich liebt. Was meinst du damit? Sie hat mich feige genannt. Und das bin ich vielleicht auch. Feige. Mach nicht denselben Fehler wie ich, Martin. Was soll denn sonst reichen, wenn ich liebe? Bitte noch mal zu. Eine kleine Überraschung vorbereitet. Ich freue mich sehr, dass eine große Künstlerin unseres Landes sich heute bereit erklärt hat, uns hier mit ihren Brecht-Liedern ein wenig Kultur nahezubringen. Typisch Kupfer. Setzt immer noch einen oben drauf. Mal sehen, was der alte Kupfer dazu zu sagen hat. Genosse Kupfer bat mich hier, ein Lied zu singen. Mein Pianist hat sich allerdings geweigert. Also, versuche ich es einfach mal so. Vielleicht die Seeräuber-Jenny? Jemand hat etwas an die Wand geschrieben, die Buchstaben hell und blau. Kein Regen, keine Sonne, kein Wind in weißen Segeln. Was ist hierher gebracht? Sie sollte das nicht singen, das Lied ist verboten. Das rettet die Welt. Warte. Kannst du das nicht beenden, bitte? Gleichheit im Gleichschritt der Sozialisten, Imperialisten. Marschieren, kaschieren, produzieren, ich lese. Was rettet die Welt? Auf einem kleinen roten Blatt in der Pfütze, einem Zettel am Baum, am Bahnhof, auf der Tafel, in brüchigen Farben, auch hier nur. Was rettet die Welt? Nicht das Reden, nicht das Schweigen, nicht das Hören, nicht das Sehen, nicht Konfuzianismus, Narzissmus, Kommunismus, Ismus, Ismus. Da steht auf der Plakatwand vom Regen erweicht, vom Wind zerrissen, Ismus, Ismus, doch was rettet die Welt? Kein Toben, kein Beben, kein Licht, kein Wasser, kein Schatten. Im Schatten ein Mann, eine Frau. Was rettet die Welt? Im Schatten ein Mann, eine Frau. Was rettet uns? Vielen Dank, Frau Osmann, vielen Dank. Auch wenn ich mir ein anderes Programm gewünscht habe. Ich kann nichts anderes. Und jetzt können Sie mich wegsperren. Bringen Sie nach Hause. Vielen Dank. Wir werden das morgen auf der Dienststelle in aller Ruhe besprechen.
Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Vera Kupfer. Ups. Warum hast du das getan? Ich dachte, ich war überzeugt, dass sie nicht mehr gefährlich ist. Du weißt aber schon, dass dein Vater damit am Ende ist, oder Falk? Mein Vater hätte das so unterbinden können, Mutter. Hat er aber nicht gemacht. Guck mal. Sieht aus wie ein Engel. Bist du dir wirklich sicher, dass du mitkommen willst?